Ja, moin moin, liebe Sternbürger, und willkommen im Jahr 2948, wo RSI die Apollo vorgestellt hat. Und dies hat auch gleich CIG zum Anlass genommen, The Shipyard Medical Gameplay uns vorzustellen. Und in diesem Shipyard erklärt uns CIG, wie das medizinische Gameplay heute und in Zukunft aussehen wird. Als Gesundheit in der Alpha 3.2 verwenden wir ein Schadenssystem, das einmal aus kritischen und normalen Gliedmaßen besteht. Das heißt, jede Gliedmaße hat ihren eigenen Gesundheitspool neben der globalen Gesundheit des Spielers. Wenn eine Gliedmaße Schaden nimmt, durchquert sie mehrere Zustände: normal, kritisch, also hier gelb, beschädigt, rot und ruiniert, schwarz. Sobald eine Extremität in eine dieser Zustände kommt, kann sich dies negativ auf den Spieler auswirken. Zum Beispiel, wenn der Kopf beschädigt ist, ist die Sicht des Spielers verschwommen. Wenn ein Bein ruiniert ist, wird die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Als kleines Beispiel hierfür, der Kopf und Torso sind beides kritische Gliedmaßen. Das heißt, wenn der Gesundheitszustand von beiden 0 erreicht, stirbt der Spieler sofort. Ja? Anders da würde es aussehen. Zum Beispiel, wenn die Schulter getroffen wird, ja, wenn die Schulter stark verletzt ist und der allgemeine Gesundheitszustand des Körpers noch in Ordnung ist, ja, das heißt Torso, Kopf, dann könnt ihr die Sache locker überleben, aber solltet natürlich möglichst bald Heilung aufsuchen. Gegenwärtig in der Alpha 3.2 ist es der einzigste Weg, Blutung zu stoppen oder zu heilen, wenn man die Medipens verwendet, die alle negativen Effekte entfernen und die Gesundheit der Gliedmaßen und die globale Gesundheit wieder auf 100% herstellen. Aber so wie es ist, ist es laut CIG ein sehr einfaches System, weil man auch nicht die Möglichkeit hat, jemanden anderen zu heilen. Und es wäre ein großes Problem auf Hinsicht auf das kooperative Gameplay. Und dafür sagt uns jetzt CIG noch, wie die ganze Sache in Zukunft aussehen soll. Nämlich da wird der globale Gesundheitszustand unserer Avatare in 3 Stufen unterteilt. In Zukunft hat es CIG vorgesehen, dass medizinische Orte wie zum Beispiel Outposts, Krankenhäuser oder medizinische Schiffe in verschiedene Stufen der Heilung unterteilt werden. Da fangen wir auch einmal an mit der unkritischen Stufe, der Stufe 3, die im Übrigen auch die RSI Apollo hat und die Cutlass Red. Und zwar kann diese Stufe 3 kann euch von leichten Verletzungen heilen, wo zum Beispiel Gliedmaßen beschädigt sind. Ja? Und dann haben wir die Stufe 2. Die Stufe 2 könnte, das ist jetzt eine Mutmaßung, könnten Outposts sein. Und die kann euch schon von schweren Verletzungen wie Blutung oder ruinierten Gliedmaßen heilen. Und dann haben wir noch die kritischste Stufe, die Stufe 1. Und dort werdet ihr von Nahtoderfahrungen geheilt oder auch von tödlichen Verletzungen. Ja, ich würde sagen, das könnten Krankenhäuser sein. Das könnte aber auch die Endeavor Hope sein, also der Medical Pot der Endeavor. Also das heißt dann an dieser Stelle für uns, während einige Verletzungen nicht vollständig heilen können, bis wir die richtige Stufe der Behandlung erreicht haben, werden grundlegende medizinische Einrichtungen weiterhin in der Lage sein, nicht tödlich verletzte Spieler am Leben zu erhalten und Blutung zu stoppen. Und wir als gewiefte Star Citizen Spieler denken jetzt natürlich, ja, dann fliege ich doch nach Port Olisa und spawn mir meine Cutlass Red und lege mich da ins Bett und alles ist gut. Aber CIG schreibt in diesem Shipyard, dass sie es nicht empfehlen, zu lange in einem halbverletzten Zustand zu sein, da das nämlich Konsequenzen hat. Und zwar könntet ihr dadurch zum Beispiel eine verringerte Ausdauer haben. Ja? Und man legt dem Spieler ans Herz, sich so schnell wie möglich wieder zu heilen. Außerdem schreibt CIG in diesem Artikel noch,
während die Wiederherstellung der Gesundheit durch uns selbst weniger kostet, ist das aber möglicherweise nicht der beste Weg, um sich je nach Szenario zu heilen. Wenn man jemanden über den Beacon Service um Hilfe bittet, kostet das immer noch eine Gebühr. Abhängig von Schwere der Verletzung und der Entfernung zum medizinischen Schiff, aber es kann der einzige Weg sein, sich vollständig von dieser Verletzung zu heilen. Weiter unten geht CIG auch noch auf neue Missionstypen ein. Zukünftige Releases werden neue Missionen enthalten, die sich auf dieses tiefer gehende medizinische Gameplay konzentrieren. Das heißt, einen anderen Spieler zu retten ist die eine Geschichte. Aber medizinische Schiffe können auch noch einen erheblichen Vorteil für andere Missionen haben. Das könnte zum Beispiel eine medizinische Lieferung sein, wo ihr Organe oder Proben ausliefern müsst. Das könnt ihr natürlich auch mit jedem anderen Schiff machen, was Frachtkapazität hat. Aber der Vorteil eines medizinischen Schiffes liegt klar auf der Hand. Es kann zum Beispiel Organe in der Zeit, in der ihr unterwegs seid, weiter am Leben halten. Dann wird noch der Missionstyp Wiederherstellung beschrieben. Und zwar könnt ihr da verletzte Menschen finden und sie heilen, Körper oder dessen Teile untersuchen, um Anhaltspunkte zu sammeln, um eine breitere Geschichte aufzudecken. Das heißt zum Beispiel nach einem Schiffsunglück, um vielleicht etwas mehr über die Hintergründe zu erfahren. Ganz spannende Sache, super. Bei dem Missionstyp Rettung müsst ihr Raumstationen oder schwer beschädigte Schiffe aufsuchen, um Menschen in einer Notsituation zu retten. Überlebende dort können eine Vielzahl von Verletzungen haben, während also jedes andere Schiff mit einem Sitz zum Beispiel jemand retten könnte und da mitnehmen könnte, ist es aber nicht gewährleistet, dass die Person auch am Leben bleibt. Und deswegen schreibt CIG hier, dass hier ein medizinisches Schiff natürlich von Vorteil ist, da eine Apollo einen Schwerverletzten noch bis zum nächsten Krankenhaus transportieren könnte. Auch nettes Gameplay. Wie in der Alpha 3.2 werden wir auch zukünftig Hilferufe über das Beacon-System bekommen. Und hier schreibt CIG noch, also es reicht dann auch nicht nur am Unfallort zu erscheinen, die Person einzusammeln, auf die Trage zu legen und ab ins Krankenhaus. Nein, manchmal werden wir an einem Unfallort ankommen, wo überhaupt niemand mehr ist, und da werden wir dann auch detektivische Kleinarbeit leisten müssen. Wir werden die Umgebung um uns herum scannen müssen, vielleicht ein paar Beweise sammeln müssen und dann die verletzte Person suchen müssen, bevor sie das Zeitliche segnet. Außerdem plaudert CIG noch ein bisschen über die kommende Respawn-Mechanik. In naher Zukunft werden neue Respawn-Punkte eingeführt. Im Gegensatz zum derzeitigen System in der Alpha 3.2 bedeutet das Sterben oder das permanente Bewusstloswerden im Weltraum oder auf einem Planeten nicht, dass du an deinem zuletzt besuchten Ort respawnen wirst. Stattdessen wirst du auf einer nahegelegenen medizinischen Station oder auf einem medizinischen Schiff respawnen. Wenn du in der Nähe eines größeren Ortes wie Hurston stirbst, hast du die Möglichkeit, in der dortigen eigenen Einrichtung zum Beispiel ein Krankenhaus zu respawnen. Aber wenn du zum Beispiel auf einem entfernten Mond stirbst, bleibt dir nur noch das Aufwachen in einem kleinen medizinischen Outpost. Und da stellt sich uns natürlich die nächste Frage: Wie kommen wir da weg? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben Freunde im Universum, die uns da abholen, oder wir müssen einen Transportbeacon setzen und das mit den nötigen UIC bezahlen. Und hier kommen auch wieder die medizinischen Schiffe ins Spiel. Wenn wir ein solches in der Nähe haben, können wir dort auch respawnen, sofern da noch ein Bettchen für uns frei ist. Darauf kommt es nämlich auch an.
Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass uns das Sanitätsschiff gegebenenfalls auch zur nächsten Landeplattform bringen kann, wo wir uns dann ein neues Schiff spawnen können. Und am Ende des medizinischen Shipyards-Artikels möchte uns CIG noch einmal die Unterschiede zwischen den medizinischen Schiffen aufzeigen. Die RSI Apollo war überhaupt der Grund, dass dieser medizinische Shipyard-Artikel geschrieben wurde. Aber sie schreiben auch die anderen zwei medizinischen Schiffe, nämlich die Endeavour Hope und die Cutter's Red, sind nicht vergessen. Tatsächlich haben alle drei unterschiedliche Rollen. Die Apollo ist eine, also wird von CIG als eine mittelgroße Klinik gesehen. Die Endeavour eher als komplettes Krankenhaus und die Cutlass Red ist ein gut ausgerüsteter Krankenwagen, ja, und wird eher als Einsteigerschiff in die medizinische Karriere gesehen. So, und damit wären wir dann auch durch. Noch was in eigener Sache, das war meine erste Übersetzung für die deutsche Community. Wenn euch das gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben, vielleicht ein Abo da lassen. Ich bin wieder raus. Wir sehen uns im Universum. Ciao, ciao. Rapid Dark Venom von Explorer Germany.